Ja, da wir jetzt hier am Ausgang sind, war es anscheinend nicht hier diese Ruine. Steht denn da? Vergessene Ruine, ja. Sprich mit Adria in der Verstecklage. Achso, doch! Ich kehre in die Stadt Wir zurück. müssen mit Adria quatschen. Das ist anscheinend nur so ein Hinweis auf den Kuhl. Wenn du dich weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Okay. Also mal doch eben den Kopf. Habe ich gar nicht gecheckt, dass wir den Kopf eingesammelt haben. Habt ihr Belial schon einmal im Kampf getroffen? Nie offen. Er war noch nie von der Art, die Armeen führt. Immer in den Schatten verborgen, wie sein Mentor Mephisto. Er schmiedet Ränke und Intrigen, die er so geschickt einsetzt, wie ihr eure Waffen. Ich vermisse Onkel Deckard so sehr. Es ist schwer, ohne ihn weiterzumachen. Ihr setzt sein Werk fort. Er wäre stolz auf euch. Danke. Ich mache mich wieder an meine Studien. Ja, ja. Nachdem ich vor all diesen Jahren die Zerstörung in Tristram überlebt hatte, habe ich Diablo und seiner Art Rache geschworen. Ich habe dafür alles geopfert. Das ist mein Weg. Und ich werde ihn bis zum bitteren Ende beschreiten. Lea bewundert euch, wisst ihr? Sie hat ein gutes Herz. Und das ist auch gut, oder etwa nicht? Güte hilft uns in diesen finsteren Zeiten nicht zu überleben. Der Herr der Lügen ist gerissen. Er trägt viele Masken, um sein wechselhaftes Wesen vor uns zu verbergen. Aber wir werden ihm gegenüber einen Vorteil haben. Den schwarzen Seelenstein. Er fürchtet seine Macht. Denn Seelensteine haben schon seine Geschwister besiegt. Und auch er könnte gefangen werden. Gut, dann kommen wir eben noch bei dem Waffenschmied. Was ist während eurer Zeit mit den Vezin passiert? Als wir uns dem Wagenzug angeschlossen haben, waren wir nur zwei verlorene Seelen. Die Vezin fanden es unheimlich romantisch. Zwei Liebende auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit. Vielleicht war da sogar etwas Wahres dran. Eine Mystikerin bei den Vezin hat Miras Talent sofort erkannt. Wir sind eine Weile bei ihnen geblieben, während Mira von ihr gelernt hat. Unterwegs haben wir uns verliebt. Geheiratet. Ich habe noch nie etwas Wahrhaftigeres gespürt als meine Liebe zu ihr. Vielleicht hat sie ihre Magie benutzt, um euch zu bezaubern. Ach, vergesst es. Jo, dann gucken wir mal, was Standards zu erzählen haben. Ein paar neue Waren. Hier solltet sie euch mal ansehen. Ja, machen wir gleich. Eben verticken wir hier. So, dann können wir hier noch verticken. Ah, ich kaufe die ganze Zeit. Verdammt. Mein Mist, ey. Ich bin so gewundert, warum ich den Kack nicht loswerde. Ich sollte mich spezialisieren. Ich verstehe es nicht, ey. Die ganze Zeit bin ich hier irgendwie... So, jetzt verkauft ihr Mist. So, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh, weg damit.
Das Schild will ich eigentlich. Das könnten wir eigentlich mal unserem Dingens geben. Ja. Nee, da. Ach. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Ja, das ist schön. Will ich aber nicht lange dabei haben. Wird dir nur was Besseres geben. Ausgezeichnet. Manchmal seid ihr seltsam. Das liegt nur daran, dass ich sehe, was nicht einfach zu sehen ist. Ich habe das akzeptiert. Ich wollte euch nicht kränken. Ich freue mich über eure Gesellschaft. Dann danke ich euch. Obwohl, vielleicht habt ihr recht. Ich fühle mich, als würde ein Teil von mir noch immer in einem weit entfernten Land schlummern. Die Zeit verändert dieses Gefühl vielleicht. Das wäre schön. Aber ich habe das Gefühl, dass das alles viel unangenehmer und komplizierter ist. Was ist aus euren Schwestern geworden? Sie hätten wie ich aufwachen sollen. Aber ihre Mission ist bereits vorüber. Wie das? Ich habe zwei von ihnen aufgesucht, bevor ich euch getroffen habe. Sie lagen in ihren Kammern, tot und verstümmelt. Die anderen sind recht weit entfernt und ich befürchte das Schlimmste. Wer könnte sie getötet haben? An ihren Wunden waren Spuren von dämonischer Magie. Der Prophet hätte sie sicherlich beschützen können. Wo ist er nur? Vielleicht gestorben? Habt ihr nie eine Frau wirklich geliebt? Ah ja, die Unvernünftige, von der ich schon einmal erzählt habe. Ich habe sie mit jedem Zentimeter meines Herzens geliebt, bevor es hart wie Stein geworden ist. Was war ihr Schicksal? Nun, sie hat getan, was alle unvernünftigen Frauen tun. Den falschen Mann geheiratet. Ihr konntet sie nicht umstimmen? Das wäre nicht leicht gewesen. Er war mein Bruder. Ups. Ja. Es ist immer wunderbar, euch zu sehen. So, hier gibt's nichts zu erzählen. Dann gehen wir zu dem toten, nicht mehr toten Magier gehen. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Ja, toll. Ja, dann porten wir uns nochmal hin. Dann gucken wir mal. Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Sprecht deutlich, Zauberer. Was meint ihr? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Hättest du direkt sagen können hier, ne? Vor drei Jahrhunderten war ein viel kleineres Kaldeum von kleinen Brunnen abhängig, um an Wasser zu kommen. Dann kam der mysteriöse Dalgur, der Kaldeum ein... Mit diesen Knochen stimmt etwas nicht. Ja, toll! Jetzt habe ich... Mann, kann ich jetzt das Buch hier... Moment, kann man die sich vielleicht irgendwo nochmal angucken? Irgendwie in der Sammlung oder so? Das war echt kacke. Kreativer Gegenstand. Handwerk. Das wäre echt nur super, wenn man mal die Bücher nochmal sehen könnte. Flügel? Was hieß der? Achso, ja. Das war ja. Ich weiß nicht. Also finde ich schon irgendwie skurril hier. Mit Mercys Flügeln.
Weiß gar nicht, warum ich ausgerechnet Mercys Flügel. Ist, weil ich hab doch jetzt gar nicht meinen, meinen Battle.net-Account miteinander verknüpft. Und Overwatch habe ich auf der PlayStation 4. Nein. Nein, ist alles gut. Da. Dann wieder weg, die Mercys Flügel. Gefährt habe ich hier immer noch den Rache der Liga. Nee. Fähigkeit, Paragon, Begleiter, Quest. Moment. Asmodan. Ah, guck mal hier. Das Valrus-Manuskript beschreibt Asmodan als den besten Befehlshaber aller Dämonen, der die Engel schon oft im ewigen Konflikt in den Ebenen des Wahnsinns sowie die großen Übel im dämonischen Bürgerkrieg besiegt hat. Sollte der Herr der Sünde unsere Welt je angreifen, haben wir... Vor 3 Jahrhunderten war ein... Ach, verdammt. Sollte das Ende hören. Ich dachte, das kann ich jetzt hier laufen lassen. Okay, Vor 3 Jahrhunderten war ein viel kleineres Kaldeum von kleinen Brunnen abhängig, um an Wasser zu kommen. Dann kam der mysteriöse Dalgur, der Kaldeum eine Oase von unvergleichlicher Pracht anbot. In einem Gebiet, von dem er bis dahin angenommen hatte, es sei nur Wüste. Alles, worum er bat, war, dass das Land für immer seinen Namen tragen würde. Dann verschwand er in der Ödnis. Hm. Okay. Ich brauche eine neue Fertigkeit. Gucken wir uns eben das hier an. Ja. War ja zu erwarten, dass hier was rauskommt. Löscht euren Durst mit dem Blut der Ketzer, meine Kinder. Trinkt und seid gesegnet. Und tschüss. Okay, noch nicht ganz. Fesul wird nie wieder trinken. Den Seraphim sei Dank. Na, das ist noch ein Buch. Fesul Alcazar versprach seinen Jüngern, er würde sie aus dem sündigen Kaldeum in ein lilienbedecktes Paradies im Herzen der Wüste führen. Und dass die Reise dorthin sie alle bis zur Unkenntlichkeit verändern würde. Den Zustand der angenagten Knochen nachzuurteilen, die Wochen später gefunden wurden, hat Fesul wenigstens eines seiner Versprechen eingehalten. Naja. Also wirklich immer das, wirklich das Coolste. Diese Bücher, die man da so findet. Oder immer so ein bisschen diese Storys hört. Ja, die bringen jetzt die Hauptstory nicht irgendwie tiefer voran oder so, aber ich finde schon ziemlich cool. Den Schrein zu zerstören wird das Ritual der Dämonen beenden. Ja, Die Götter handeln durch mich. Ich weiß jetzt zwar nicht, was das hier ist. Ich glaube, das ist einfach nur so, auch so ein Bossgegner in der freien offenen Welt. Da hinten leuchtet auch was. Da leuchtet was blau. Was kann es? Es leuchtet blau. So ein epischer Spruch. So. Ja. Also haben wir einfach nur andere Bossgegner. So. Ereignis beendet. Und eine große übertriebene Waffe. So anders aus. Tut sie das? Sie ist müde. Müde und sorgenschwer. Die Welt ist müde. Nee, ist klar. So, was haben wir hier? Achso, das ist. Da haben wir uns hergeportet. Ja, nee, ist klar. Dann laufen wir hier. Was ist das für komische Geier? Komische Geier, ey. Naja. Hat sich ausgegeiert. Sind das Goblins? Ne, waren keine Goblins. So, machen wir eben den komischen Knilch hier kaputt. Die sehen aus wie Goblins, die Viecher. Boah, was ist denn hier los? So. Wo jetzt hier? Ich glaube, Takt. Was bist du denn für einer? So. Da
Da haben wir ja. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarum, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Ja. Warum denn nicht, ne? So, können wir mal hier weiter. Da sind auch noch ein paar Gegner. Zack. Ja. Das war wieder sehr easy. Wo ist denn jetzt das komische Blut? Mann, der Typ ist auch schon seit zig Jahren tot. Da muss er total geronnen sein und nicht mehr zu gebrauchen. Konnte ich einfach irgendwelches anderes nehmen. Kleine Blutspende. Zack. Na. Komische Wespenviehzeug. Kommen wieder die komischen Ketusat-Typen hier an. Was war das? Irgendjemand! Hilfe! Ja, ich helfe dir gerne. Was war das für ein Geräusch? Oh nein! Sie haben uns gefunden! Ja und? Wo ist das Problem? Die kaiserlichen Wachen haben mich hier zum Sterben zurückgelassen. Aber ihr habt mich gerettet. Danke. Wir werden diese Wachen finden, von denen ihr sprecht. Sie müssen bestraft werden. Weil das nicht die Typen, die ich gerade gekillt habe. Egal. Wird schon. So, was haben wir hier? Geht da. Okay, da geht's rein. Ups. Schnell rein, bevor wir alles abgefackelt haben. Sturmschutzkeller. Ja, ja. Bin ja auf dem Weg. Hey. Hier los. Mann, die kommen immer aus dem Boden raus. Ja, da ist er. Damit er unsere Wasserversorgung nicht verdirbt. Die Arbeit wird nicht gut bezahlt, aber man findet jede Menge Verkäufliches. Schaut es euch mal an. Ja, da war jetzt nichts Besonderes dabei, aber dafür hast du jetzt noch ein paar Sachen, die du mehr verkaufen kannst. Gut. Wapp. Ja, irgendwelche Viehzeug. Schnell hier alles platt machen, bevor die den armen Händler da angreifen. Oh, die tun das zumindest nicht mehr. Ah, da ist doch was. Aber hier sind wir schon gewesen. Hier sind wir schon gewesen. Das ist die vergessene Ruine. Ah, da sind wieder so komische Schlangentypen. Oh no, wieder das Viehzeug. So, jetzt ist Ende hier, Mann. Kann doch nicht angehen. Hm, interessant. Wieder so ein Keltusat. Sogar drei Stück. Ja, das ging auch ziemlich schnell. Hier muss doch irgendwo. Muss doch immer das Blut zu finden sein. Wo bin ich denn noch nicht lang gegangen? Hier rein? Ah ja. Hier sind wir nicht gewesen. Sieht auch interessant aus, aber hier ist eine Sackgasse. Hey, aber ein bisschen Gold. Das ist immer eine schöne Sackgasse. Ein bisschen. Also von der optischen her ist es sehr schön. Und dass man da so ein bisschen Gold gefunden hat. Das, hier geht's nicht weiter, ne? Das ist nur so ein Zipfel. Ja. Das ist nie verkehrt, Gold zu finden. Ja, das ganze Gebiet ist befriedet, ne? Wir haben immer noch nicht das Blut gefunden. Ne, da waren wir schon. Und hier ist ja. Ne, da waren wir auch schon. Bei diesem Aufzug-Dingens. Ist das denn? Blut, Blut, wo bist du? Ah, guck mal, da geht's noch rauf.